So, und weiter geht's. Dann können wir jetzt wieder in die Gasstation oder? Ist immer sehr dunkel hier. Kissy Missy? No, no, Hucky Bucky? Kissy Missy. We didn't do anything wrong. Poppy. We're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Entschuldigung. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Ja? Vielleicht? In dir bin ich doch erst gelandet, Mann! You'll be okay. We'll be okay. Hey, jetzt lass mich doch nicht allein! Was ist mit euch? Was geht hier vor sich? Poppy! Kissy Missy! Ach, so einfach ist das. Warum mache ich das denn so umständlich? Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. I need you, so we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original, the prototype. Was sagst du, ist auch nicht schwierig. Do the honors. Okay, der Prototyp kommt also wieder vor. Ja. Das ist ein Bein. Ja, ins Auge fassen! Ei, ei. Okay, ja. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ich denke mal, wir werden wahrscheinlich noch mehr Erklärungen bekommen. Wow. Also der Prototyp. Der Prototyp ist also hier der wahre Bösewicht. Wir haben ihn gesehen. Das war dieses Spinnenkrabbelvieh. Catnap war bisher noch relativ lieb zu uns. Abgesehen davon, dass er uns am Anfang in die Müllpresse geworfen hat. Oh, Licht. Oh, ist das schön. Oh. Prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you, how capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Ist Ollie überhaupt? Weiß es immer nicht so genau. Okay. Ja, und ihr macht euch jetzt einfach aus dem Staub, oder wie? Ihr seid mir ja schöne Freunde. Hallo? Hey, hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Okay, zumindest muss ich dann wieder reingehen. Das ist schon mal etwas. Ich glaube, es gab insgesamt 4 Kapitel, ne? Ich freue mich auf deine Reaktion auf ein bestimmtes Video. Okay, ich bin gespannt. Es gibt, glaube ich, 4 Kapitel. Und im 4. werden wir höchstwahrscheinlich dann gegen den Prototyp kämpfen.
Das ist ein ziemlich langes Kabel. Das Kabel ist jetzt nicht ganz so optimal, aber der Hersteller stürmt zuvor in der Schule. Ach ja, die Schule. Oh, was ist mit dem hier passiert? Hat Catnap hier gewütet? Ja, Catnap hat hier gewütet. Und ich sagte noch, ich fühle mich hier unten relativ sicher, weil er hier nicht reinkommt, der Dicke, aber der kann sich wahrscheinlich auch schrumpfen, ne? 4 oder 5 Kapitel, das ist glaube ich noch nicht confirmed, okay. Playhouse, da sollen wir wahrscheinlich danach hin. Wir sollen erstmal in the school. Ich dachte gerade kurz, die Statue wäre Alistair. Aber dann habe ich genau hingeguckt und habe gesehen, okay, es ist Huggy Buggy. Ja, die Schule wird wahrscheinlich das da sein, ne? Toys. Das sieht hier so ein bisschen nach Schule aus, jedenfalls. Und es ist die Schule. Dann kriegen wir wahrscheinlich jetzt wieder einen Ladebildschirm. Jawohl. Denn wir kommen in eine neue Area. Das Vieh kann durch Mini-Lüftung schlechte. Glaubst du wirklich, dass ein Türrahmen das auffällt? Ich will das meinen, ja. Ich glaube es nicht, aber ich will es meinen. Ja, die Frage ist, wer ist es? Reading is fun. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Misty Light. Frage ist, wer ist mit uns hier? Ist es diese Misty Light? Und wenn ja, was ist sie für eine? Hier haben die Lehrer geschlafen. Jo, Essen steht noch nebendran. Wunderschön. Misty Light. Daylight. Okay. Hier bauen wir wieder Strom. Da kriegen wir Strom. Oh, guck mal, ich habe sogar ein Klavier im Klassenraum. Help. Ja, konnte wohl jemand nicht gut Klavier spielen, denke ich mal. Run. Das wirkt ja alles sehr einladend. Der Klassenraum ist cool. Boah, überleg mal, wie entspannt es doch sein könnte, wenn man anstatt so dieses
ja, diese harten Stühle mit Tisch im Klassenraum einfach so, so cozy Sofa hätte und hätte dann da so einen Tisch dran, wo man dran schreiben könnte. Oder hätte seine iPads oder so, keine Ahnung, könnte sich einfach so zurücklehnen und dabei auf ein iPad schreiben. Also, oh, voll cool. Wahrscheinlich würden die Hälfte der Schüler einschlafen, aber okay. Hier kommen wir ganz offensichtlich nicht weiter. Ich mag es nicht, dass es so ruhig ist. Ach. Nein. Ich war so froh, endlich mal eine Tür gefunden zu haben, die nicht aufgeht. DJ Pagepiller. Den fand ich echt creepy, muss ich sagen. Also von allen Kreaturen, die wir bisher hatten bei Poppy Playtime, muss ich sagen, war PJ Pagepiller, finde ich, der creepigste von allen. Wir brauchen schon wieder Batterien. Da ist eine drin. Lass mich rein! Oh. Ja, von oben kommen wir rein. Nun. Blub, blub. Dann, Misty Light? Sind Sie es? Oh. Könnten Sie nicht mal das, bis Daylight, könnten Sie nicht mal das Licht wieder anmachen? Es ist ziemlich dunkel hier drin. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Hm? Barb? Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Du, ist schon okay. Er passt schon. Aber ein bisschen Licht wäre schön. Ich weiß, wir müssen da hoch. Bevor ich das tue, mache ich mich mit der Umgebung aber nochmal etwas vertraut. Das ist oftmals besser, wenn man weiß, wo was ist. Wie ist die ja nicht weggekommen? Oh, anpassen. Science. Chemistry. Wenn man weiß, wo was ist. Exit. Ja, damit auch der letzte Idiot weiß, wo Exit ist. Und ich wette, es gibt mindestens einen, der es trotzdem nicht versteht. Diese Lüftungsschichte. Tralala. Ah. Was da? Sehr geil. Nummer eins haben wir. Die Frage, wo haben wir Nummer 2? Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen erst Strom machen, damit wir das Tor öffnen können. Dazu fehlt uns eine zweite Batterie. Diese zweite Batterie befindet sich gleich in dem Nebenraum. War hier. Die ist wirklich hier. Das war jetzt
Wow. Das ist, vielleicht soll ich das öfter mal einfach so sagen und dann finden wir die. Das ist ja jetzt erstaunlich. Boah, Alter. Also ich wusste jetzt wirklich nicht, dass die da drin ist. So, damit ist das nächste Tor offen. Ein gelber Videorekorder. Wir kriegen also das nächste Filmchen. Das heißt, hier wird irgendwo ein... Oh. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe instinktiv F für Flashlight gedrückt, weil es gerade so dunkel ist wieder. Kann ich die Taschenlampe... Huch. Auch manuell anmachen? Nein, Steuerung. Ja, springen, schlingen, ja, Feuer interagieren, Hände tauschen. Gasmaske. Okay, wir kriegen aber auf die drei noch einen. noch eine Hand, das heißt, wir werden noch eine weitere erhalten. Ein Video. 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 Tralalalalala. Wo ist denn das Video? Wo ist denn das Video? Video. Wir waren bisher immer im selben Raum. Ja. Da ist nichts. Wenn es nicht so dunkel wäre, Mann! Kann ich hier eigentlich was aufmachen? Nee, ne? Ist hier wieder im Schrank? Da ist kein Video hinter, okay. Einen wunderschönen guten Abend, Bettina. Hallöchen, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Sachen kann ich auch nicht wegtun. Okay. Bin ich blind? Geht's Töfte nur blind? Ja, ich nur müde. Ich bin blind. Ja, nee, mir geht's auch gut. Ich, ja, wie gesagt, bin blind. Ich sehe scheinbar das Video gerade nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Video halt irgendwo anders jetzt ist. Die waren immer relativ nah bei. Ihr seht gerade auch nicht viel. Keine Sorge, es geht mir ähnlich. Das ist ja wohl Frechheit. Das war außerhalb des Raums. Das ist frech. Einfach nur frech. Because he knew I'd kill them all.
Irgendwie ist mir diese Frau sympathisch gewesen, ich weiß nicht. Ganz merkwürdig. Gut, Kinder also weg. Miss Daylight, haben Sie Ihren Lichtschalter gefunden? Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier. Sie machen sich. Wenn Sie so weitermachen, überstehen Sie die Probezeit. Warum geht diese Tür auf? Bin ich dieser komische Pubi-Piller? La, 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 la. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Ist angeleuchtet. Das wird sich bald ändern. Es ist so dunkel. Gut. Notiz? Was Notiz? Wie Notiz? Hä? Will ich nicht mitnehmen. Aber, hä? Ich konnte bisher noch gar nichts aufsammeln. Da geht's hoch. Kann ich nicht mitnehmen? Hier auch nicht. Hier, na gut, hier ist zu dunkel, hier wird mit Sicherheit keiner sein. Du hast jetzt fünfmal angeschaut. Ich klicke die ganze Zeit auf alles Mögliche. Also ich klicke die, ich spam die ganze Zeit die Tasten, ne? Also. Ich kann hier nix mitnehmen. Augenhöhe. Was? Hier? Hier ist auch nichts. Ach das? Da war ich doch noch gar nicht. Mein Gott. Ich habe da hinten doch erstmal die Sachen angeguckt. Das Loch in mir schreit nach Essen. Ich kann es nicht an nichts anderes denken, als daran, wie hungrig ich bin. Ich habe kaum noch die Kraft, mich vom Boden aufzurichten. Aber Barb spricht zu mir. Sie gibt mir Kraft. Ich habe festgestellt, dass wenn ich stillstehe, vollständig stillstehe, alle denken, ich sei tot. Barb sagt, dass ich etwas essen muss. Und dass die anderen Lehrer mich nicht kommen sehen würden. Alles, um das Schreien zu beenden. Irgendwie muss ich da gerade an einen anderen Charakter denken. Ich bin vorhin schon, ich habe weitergedreht. Ja, aber ich bin doch hier noch gar nicht gewesen, weil wenn ich jetzt hier gestanden hätte und hätte mich hier hochgeregt, hätte ich ja, ne, hier dran vorbeigeguckt, ich dachte, oh, guck mal, da hängt eine, oh, da hängt eine Notiz dran. Ich mache das aber gerade noch nicht, weil ich erstmal hier weitergucken möchte. Da komme ich nicht rein. Ah, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Ich verstehe. Okay. Und das müsste der Raum sein, da hinten, wo wir, glaube ich, vorhin noch nicht reingekommen sind. Es gibt in diesem Part der Schule einige Notizen, aber die sind echt schwer zu finden. Ich weiß bei den anderen auch nicht, wo sie sind. Was wir finden, finden wir. Was wir nicht finden, finden wir nicht. Ich versuche mich einigermaßen genau umzuschauen, aber hey. Wir haben jetzt keinen 100% Run als Bedingung hier. Also an mir knabbern. Nein, komm doch mal her. Ich habe meine High-Five-Händchen. Eigentlich müssten wir uns damit auch verteidigen können auch.
erstmal kurz wegmachen. Dann sollten wir jetzt die Tür öffnen können. Jawohl, alles klar. Und den machen wir auch weg, weil dann können wir nämlich diese Tür hier öffnen. Yes. Achso. Brauchen wir die Batterie. Die kriegen wir wahrscheinlich hier vorne. Oh. Oh, Miss Daylight. Hello, students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Warum muss die Anatomie unterrichten? Did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the Earth around the equator is almost 25,000 miles. Mm-hmm. The smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. Das wusste ich tatsächlich. Mhm. Want to learn more about human organs? Pay close attention in class. Hello, students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Oh Mann, ich will jetzt aber mehr lernen. Das war cool. Ich komme nicht raus. Das ist nicht so cool. Da leuchtet etwas sehr hell. Eine Notiz. So, ist das jetzt das Neue? Nee, das hier. Es tut mir so leid, ich musste essen. Ich musste überleben, ich habe sie gegessen. Ich musste es tun, ich musste, ich musste, ich musste. Komm, du hast es, du hast es doch genossen. Hallo? Speichern. Das ist nicht so gut. Okay. Alles klar. Eine Turbine. Okay, das kann ich nicht aufmachen. So, ich dachte, ich könnte die Tür vielleicht schon mal öffnen. Okay, das funktioniert noch nicht. Dies funktioniert auch nicht. Kann ich nichts machen. Nö. Ich glaube, das müssen wir irgendwie mit diesem Ding hier machen. Wir müssen das nur aktivieren. Strom. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Das wäre die Durchsage. Also wir kommen ja nicht mehr raus, das heißt, wir müssen das Rätsel innerhalb dieses Raumes lösen können. High Voltage. Ein Gummihandschuh. Das Kabel eigentlich hin. Es geht hier da unten rein, okay. Ich meine, ist ja auch logisch, dass wir nicht einfach hier den Stromkreislauf selbst schließen, das wäre ein bisschen zu einfach. Einen Schluck trinken zum Nachdenken. Ich finde immer noch, dass dieser Lüftungsschacht so auffällig ist.
Die Tür geht nicht auf.